lieblos da reinklatscht. Ja, weil du bestimmt auch schon lieblos geredet hast. Nein, sie hat fertiggestellt und dann sagt sie, oh, to go. Wir meinten, ja. Worum ging's? Wir waren gerade bei Starbucks und da hat die Frau ein Flat White im Haus gemacht. Ich wollte aber to go haben. Hat sie es genommen und hat sie einfach umgekippt. To-Go-Becher. Und ein Flat White ist mit Schaum. Das heißt, der ganze Kaffee war für mich als Kaffee-Gourmet Müll. Da habe ich sie angeguckt, meint so, ganz ehrlich, wir haben dafür Geld bezahlt. Kannst du es mal anständig machen? Mit nochmal anständigen Schaum und einer Tasse To-Go, so wie es sein soll. Sie hat nicht mal geredet. Sie war so abgefuckt, aber dafür kann ich doch nichts, wenn sie zu langsam oder zu viel zu tun hat oder ihr zu wenig Kollegen zur Verfügung gestellt werden. Ich habe für meine Dienstleistung bezahlt und ich möchte für meine bezahlte Dienstleistung das so bekommen, wie es sich gehört. Lieber. Ja, das kann man so auch nennen. Man kann auch sagen, rasiert. Erste Mahlzeit? Ja, es, mein Frühstück ist es schon tatsächlich, zeige ich dir sofort, 12.16 Uhr. Und wir waren schon knapp 6.000 Schritte laufen am frühen Morgen. Stabil. Es gab meinen Verdauungsdrink, den habe ich mir heute jetzt zurechtgestellt, weil es ganz wichtig bei der Essensmenge, die wir haben. 7 Mahlzeiten kommen auf mich zu, eine halbe Zitrone. Habe ich reingepresst mit lauwarmem Wasser, hier Naturtrüben, Apfelessig mit Mutter. Ein Stück Ingwer gekaut, so schon mal die Verdauung vorbereiten auf das, was kommt. Hier war irgendwo meine Kapseldose. Wo ist meine Kapseldose? Kann ich den Leuten mal kurz zeigen, was ich noch zusätzlich genommen habe. Zu den Haferflocken, ich habe übrigens 120 Gramm Haferflocken, falls es euch interessiert. Dann habe ich mir jetzt Ceylon Zimt geholt, weil der andere Zimt giftig ist und einfach anders schmeckt und kacke ist. 120 Gramm Haferflocken, dann haben wir hier gleich noch 120 Gramm reife Bananen. Zusätzlich dazu gibt es als Protein- und Fettquelle, na guck, gut versteckt, 2 ganze Eier. Leider keine Bio-Eier, ich weiß nicht, die Spanier haben irgendwie keine Bio-Eier in dem Supermarkt gehabt. Dann gibt es meine ganzen Subs, meine Vitamins, und zwar nämlich 2 Kapseln von unserem Nährstoffoptimizer für die bessere Aufnahme und Verwertung der Kohlenhydrate. Dann Kurkumin-Entzündungshemd, NAC hatte ich schon, ist auch Entzündungshemd und schleimlösend. Vitamin C hatte ich auch schon. Und dann gibt es noch 3 Kapseln Omega-3 jetzt, 3 abends. Ein Multivitamin jetzt, also Antioxidant heißt es ja eigentlich bei uns. Ein jetzt und ein heute Abend. Das waren hier D3, K2, ganz, ganz wichtig, auch einer der Basics. Und Q10 fürs Herz. Ich habe eigentlich nur die Basics mitgenommen. Theoretisch könnte man das Q10 weglassen. Hier drüben habe ich noch Ashwagandha für vorm Schlafen gehen. Drüben habe ich noch komplett als ganze Verpackung Melatonin und ZMA zum besseren Schlafen. Ihr wisst, bekommt ihr alles bei Sec Plus. Das sind die ganzen Supplements, die ich nutze, die ich empfehlen kann, die ich erklärt habe, was natürlich auch sehr viel Sinn hat. Zusätzlich habe ich heute noch die Ausnahme bekommen von Mano, obwohl die Süßstoffe sonst grundlegend gestrichen wurden, Premium Flavor zu nutzen. Ich habe jetzt Haselnuss Nougat dabei, was nicht mein Favorit ist, muss ich ehrlich gestehen. Das wurde mir von Danny empfohlen. Wie ist das mit Magnesium bei dir? Inwiefern? Also ist ja ein ZMA drin, aber nimmst du das mal extra? Ja, zu Hause, wenn ich es habe, das ist gerade nur alle, das Bisglycinat nämlich sonst separat. 300 nach dem Training, 500 abends durch das ZMA. Und dann bin ich so bei 800 Milligramm Magnesium. Das reicht vollkommen aus für meine Größe und für meine Trainingsverhältnisse, die ich habe. Aber zurück zu dem Thema. Also nicht auf Danny hören, sondern auf mich hören. Karamellgeschmack, geisteskrank. Kokos, White Chocolate finde ich persönlich auch sehr, sehr Hammer. Was die Jungs sonst empfehlen, ist, die nutzen es für Skyr und jegliche, sag ich mal, Quarkprodukte sind fruchtige Sachen, sei es jetzt mal Maracuja, Erdbeere oder whatever, die wir haben. Das soll ganz Kirsche ist Kirsche. Killer. Aber Kirsche ist allgemein unser Geschmack. Also EA, Wildkirsche, Flavor, Kirsche anscheinend krass und was haben wir noch? Mango Maracuja sick. Ja, also das ist quasi für die Quarksache besser geeignet. Ich muss mich auch ein bisschen durchprobieren, ich sag euch ehrlich. Ich würde gerne noch Vanille probieren, ich würde gerne noch Tiramisu probieren und dann kann ich so ein Fazit zu ziehen, aber auf jeden Fall die Empfehlung von Danny Schrott. Hört auf mich. Schatz, wo ist ein... Haben die hier einen Holzlöffel? Wir hatten gestern einen in unserer McFlurry. Die kannst du behalten. Das ist schon eine Frechheit eigentlich. Das ist Müll, oder? Ja, das verkackt voll den Geschmack. Ich denke jedes Mal an Arztbesuch. Ja. Ey, du hast recht, das ist, wenn du dir den Hals... Ja, ne? Ja, super Mann. Ekelhaft. Widerlich. Das macht den kompletten... Das Essenserlebnis kaputt. Ich meine, ich esse sonst war die bei der sehr langweilig und sehr, sehr ekelhaft. Habe ich mir so angewöhnt, aber ganz ehrlich, nein, muss nicht sein. Dazu hier übrigens ein bisschen Mandelmilch, um das Ganze aufzulockern, voluminöser zu machen, als es schon ist. Das kann nicht voluminös genug sein. Das ist übrigens die zuckerfreie Mandelmilch. Wir nutzen keine Milchprodukte derzeit. Ein bisschen Fett hat die jetzt. Wir eh durch die Mini-Eier ein bisschen Fett dabei. Soll ja auch so sein, wir laden mit Carbs und Fetten. Salz ist auch sowieso. Für heute
sag ich mal, fest. Da gibt es 1 Gramm Salz für jede Mahlzeit. Dann gibt es heute aber limitiert nur noch was zu trinken. Vielleicht, ob ich es schon erwähnt hatte, wie viel trinkst du? Hier diese ganze Flasche ist mein Tagesbedarf. Also mehr als das werde ich heute nicht haben. So die ganzen 2 Liter trinken. Gestern gab es 4. 4 bis 4,5. Aber Manu meinte, die 4,5 sind auch voll okay, weil ich habe ihm erklärt, ich meinte, hier ist extrem heiß, es war schwül, wir haben extrem viel geschwitzt beim Sport. Da war es halt notwendig, mehr zu trinken. Ich mache wirklich nichts, ohne was mit Manu besprochen zu haben vorher. Deswegen läuft es meiner Meinung nach auch so gut hier. Wir sind ein wirklich gutes Team. Die Kommunikation ist zwischen Coach und Athlet sehr, sehr wichtig allgemein. Es ist eine sehr schnelle Kommunikation, also ich muss kaum warten. Ich kriege meine Antworten direkt. Er kriegt auch regelmäßig Updates von mir und da passt das. Deswegen ist das Ergebnis auch dementsprechend, Leute. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, was Coach und Athlet gemeinsam da auf die Beine stellen. Es ist definitiv nicht meine Arbeit alleine, sondern wir arbeiten dann im Team. Die Jungs hinter der Kamera, ich vor der Kamera, na klar, ich bin das Gesicht so wahrscheinlich hin und wieder, aber das ist so, was am präsentesten ist, aber ich wiederhole es nur zu gern und zu oft. Es ist wie gesagt eine Teamarbeit, der Coach ist wichtig, die Frau ist wichtig, die mich hier unterstützt und supportet, die gestern 7-mal für mich gekocht hat, dass ich einfach nur essen musste. Macht den Abwasch die ganze Zeit, sorgt für Ordnung, also macht den Haushalt, wie gesagt, die Jungs sorgen für Content, ich sorge dafür, dass ihr unterhalten werdet und möglichst viele Eindruck von einem Bodybuilder bekommen könnt, von dem Leben hinter den Kulissen, hinter dem Ganzen, wie das hier so abläuft, wie so Wettkämpfe ablaufen, dass ihr vielleicht auch ein bisschen das Interesse bei euch geweckt wird, dass ihr diese Wettkampfluft schnuppert, weil ich denke, das ist auch irgendwo speziell und macht nicht jeder. Und ich denke, dass ich das Ganze als Einziger hier so lebe, repräsentiere und wirklich mit vollem, wie soll ich euch sagen? Elan. Elan gar nicht. Das sind einfach Emotionen pur. So, ich liebe es, ich feiere das. Für mich ist es halt so, das ist mein Leben. Und wenn ich dann Leute so davon beziehungsweise damit begeistern kann, ist es für mich so die größte Erfüllung, die es so geben kann. Und natürlich ist es auch mein Beruf. Und ich meine, dieses Privileg zu haben, zu sagen, okay, ey, du kannst etwas nachgehen, was dir Spaß macht. Du stehst jeden Tag sehr, sehr gerne auf mit einem Lächeln. Das finanziert dein Leben. Es bereitet dir Riesenfreude. Für mich persönlich eins der schönsten Dinge, die man sich im Leben vorstellen kann. Deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Dieser Support ist natürlich auch irgendwo von euch sehr abhängig, weil sonst wären wir halt nicht da, wo wir jetzt heute sind. Das ist ganz klar. Wir sind auch weiterhin darauf angewiesen, dass ihr uns supportet. Deswegen seid fleißig, denn wir sind es auch. Gemeinsam kann sich das Ganze nur in die richtige Richtung entwickeln. Jetzt haben wir hier eine ganze Banane hier und ich hatte gestern noch einen im Schrank gelassen. Hier wird nichts weggeschmissen. Wir sind sehr vorsichtig und effizient, was unsere Lebensmittelverwertung angeht. Wie ist es für dich von den Mahlzeiten? Kriegst du die? Also du hast jetzt 7 Mahlzeiten insgesamt heute, easy, ne? Kriegst du die alle rein? Ja? Ich habe gestern ja etwas Zeitdruck gehabt. Ich denke, heute wird es nicht ganz anders laufen. Und ich habe gestern alle 90 Minuten maximal 2 Stunden gegessen und ich sage dir ehrlich, der Magen ist schön flach. Ich war bis jetzt immer noch nicht auf Klo zwar, aber der Hunger ist noch da, Appetit ist da, vor allem jetzt ist gerade der Hunger noch da. Ich habe halt heute früh noch Koffein gehabt, bisschen, das unterdrückt den Hunger natürlich irgendwo. So an sich, ich könnte halt die ganze Zeit essen. Ich fühle mich jetzt auch muskulär noch nicht so, dass ich sagen würde, ey, da ist schon so die Fülle erreicht, die ich sonst so an meinem Körper kenne. Aber wie gesagt, da, auch dahingehend bin ich voll hinter Manu, whatever er sagt, wird ausgeführt, wird gemacht. Wenn er sagt, reicht, dann reicht's. Wenn er sagt, mehr, dann mehr. Ansonsten geht das Essen wirklich easy runter. Was hast du gewogen dann heute Morgen? Lächerliche 800 Gramm mehr. Obwohl ich gestern 700 Gramm Carbs hatte, ne? Krass. Das darf man nicht vergessen, aber. Und ich sag mal so, ich war halt nicht auf Klo, ne? Wenn ich jetzt auf Klo gehen würde, wenn ich entleere, habe ich dann mal so 300, 400 Gramm weniger. Also ist nicht mal ein halbes Kilo mehr als gestern. Das ist nicht der Rede wert. So, tatsächlich schon wieder 12:30. Ich habe gestern, glaube ich, 14:30 erst gegessen. Oder? Ungefähr. Wieder 2 Stunden zwar gewonnen, aber auch heute muss ich ein bisschen mit kleineren Abständen essen. Was mir aber viel lieber ist, irgendwie. Merkt euch eine Sache, Zimt kann man nicht genug benutzen. So,
Schluss mein fertiges, liebevoll angerichtetes Porridge. Kommt noch der zweite Part von meinem Frühstück, das salzige. Das riecht schon echt geil. Riecht gut, ne? Riecht mega. Frühstück ist mir heilig. Ihr seht, es dauert wieder 10 Jahre, obwohl es einfach nur ein Porridge und ein Rührei ist. Es lohnt sich, es wird schmecken. Ei noch. Kann man so machen, oder? Ist auch schon eins mit der leckersten Dinge, die es auf der Welt gibt. Direkt neben Schokolade. Wie viel Bock hast du jetzt schon zu cheaten eigentlich? Wie sehr freust du dich auf die Burger? Geht. Ich denke gar nicht dran, weil ich habe die ganze Essensmenge, die ich gerade habe, die erfüllt mich extrem. Weil du musst überlegen, ich hatte 3-4 Tage gar keine Kohlenhydrate. Ja, für mich ist es jetzt gerade so, wow. Himmel. Für mich ist es so, geil. Mein gehobenes Salz. Es kommt ganz bedacht, ganz bisschen aufs Ei. Und jetzt haltet euch fest, Geheimtipp. Also ganz bisschen aufs Ei, damit natürlich Ei ein bisschen salzig ist. Der Rest schön aufs Porridge. Merkt euch eine Sache. Salz zu süßem Essen intensiviert nochmal den süßen Geschmack. Macht das auch regelmäßig, es ist so geil. Life. Ist gut, ne? Safe. Ich habe das letztens über Schokoladeneis gemacht, ist auch Power. Oh, ja. Ja, kann man machen. Kann man tatsächlich machen. Guten. Danke. Zweite Mahlzeit, Armin. Mhm. Was gab's? Was gab's? Was gibt's? Was gibt's? Was gab's? Rindersteak, 10 Gramm Butter, 1 Gramm Salz, nehmen wir aus dem Päckchen, netterweise was mit Rewe klauen durften. Nein, gibt es dann einen anderen Salat, den habe ich mir rausgenommen. Und 400 Gramm Kartoffeln. Einfach das Grüne ist oder tiefgefrorener Spargel. Das sieht Bohnen einfach. Mhm. Aber das schmeckt wie Spargel. Ist gut. Formbilder hast du auch eben schon gemacht, bist du selber zufrieden? Mhm. Was hat Coach gesagt? Mhm. Ist gut. Muss aber Deutsch noch Füll rein, deswegen muss ich essen. Also gibt es wie viel Mahlzeit noch? Danach noch 5. Essen, ruhen, Füße hoch, wirklich nichts machen, später maximal weiter 20 Minuten spazieren gehen am Strand, meinte, kannst du machen, ist okay. Wie viel Carbs hast du noch offen dann heute? Überwiegend chillen. Fast 600. Stark. Kann man kriegen, ne? Deswegen habe ich auch keine Cravings so nach Fastfood, weil ich bin gar nicht ja, klar, dass du voll bist. Halt die ganzen Carbs habe und mich das auch glücklich macht. Geil. Ja, dann später an den Strand, wa? Ja, kann man. Schadet nicht, vor allem scheint durch die Sonne. Und los. Wir sind jetzt offiziell One Day Out. Jetzt wird rasiert. Hast du schon Lust? Yes! Sehr! Lüge! Gelogen! Armin währenddessen trotzdem noch am Arbeiten. Nee, ist jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, arbeiten. Ich brauche ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Guckst jetzt YouTube. Heute ist mein High Carb Day und ich darf laden, deswegen so ein bisschen Unterhaltung, runterkommen, das machen, was mir Spaß macht, was mir Freude bereitet. Wo es nicht heißt, dass mein Job mir keine Freude bereitet. Ich mache das liebend gerne, aber ich war noch gestern Abend sehr fleißig. Hab noch alles abgearbeitet, meine ganzen Coachings habe ich heute schon gemacht. Pläne habe ich alle fertiggestellt, die müssen heute nur noch rausgeschickt werden. Also das, was gemacht werden muss, wird bei mir immer zuerst gemacht und danach kommt das Vergnügen. Und das habe ich extra so gemacht, damit ich halt wirklich heute nur komplett chillen kann. Stabil. Kannst du dir das Video von gestern quasi angucken, wenn man das heute sieht? Guck mal. Das wird mir sogar eingeblendet. Stark. Ich habe es schon gesehen, einmal komplett, aber... Für die Klicks gucken wir uns das nochmal gleich an. Ihr macht das auch genauso. Was ich noch nicht gemacht habe, ist Daumen nach oben da lassen. Abonniert habe ich, Glocke ist aktiviert und dann wird im Vollbildmodus und voller Helligkeit genossen. Alle zwei hier sind auf null. Alex sind dabei wieder auf null. Nein, ich meine, wenn du so drüber gehst, ist das glatt? Ja, ja. Also du kannst noch doller drücken, du bringst ein bisschen Sand. Drüber gehst, dann lass es mir flach. Dann habe ich für eine Stunde Video drin und setz das einmal durch. Wie weit sind wir denn? Achso, die eine Seite ist fertig. Halbzeit. Also ich finde den von Philipp super. Ja, das ist gut, ne? Ja. Nice. Ja, okay. Und Dami, wie fühlt es sich an? Das ist das erste Mal, dass wir das so machen. Und ich muss sagen, ich bin eingeschlafen. Sonst bin ich immer übelst genervt vom Rasieren. Das fuckt mich immer so sehr ab. Und das ist so eine anstrengende Prozedur. Und so ist es halt. Geht schneller erstens. Wir sind gleich, glaube ich, durch. Oh, das ist ja viel mehr. Ja, du willst mal den Oberkörper, ich mache hier. Okay.
Nee, ich muss ja gleich anfangen. Sonst also, kann gleich Chris den Rasierer schwenken. Ja, dann weißt du auch, wie es ist, das Rasieren. War nicht so super viel los heute, ne? Ach, wir laufen schon. Wir laufen gut. Nee, heute war tatsächlich nicht viel los. Eigentlich fast genau dasselbe wie gestern. Ich sitze jetzt einfach nur oben ohne da, weil wir gerade Form-Update-Bilder für Manu gemacht haben. Der hat drüber geschaut, hat seinen Go gegeben, hat sein Okay gegeben, Plan nochmal kurz angepasst, eine Mahlzeit rausgenommen, also statt 7 Mahlzeiten 6 Lademahlzeiten für heute. Meinte, du bist voll genug, da musst du jetzt nur noch über Nacht ein bisschen Wasser raus. Geh dich hinlegen, ruh dich aus. Und dann ist morgen Showtime. Ja, lief eigentlich alles so reibungslos. Wir haben uns rasiert, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Trinkmenge wurde auch über den Tag angepasst. Ihr seht, das ist alles individuell. Deswegen auch die Absprache mit dem Coach, die ist ganz wichtig. In der letzten Woche, in den letzten Tagen und so. Da ist Manu wirklich fett hinterher. Da muss ich ihm auch ein dickes Lob und ein dickes Dankeschön aussprechen. Wie waren die letzten zwei Tage für dich zum Laden? Im Vergleich zu davor? Brutal. Du hast mich ja vorhin auch gefragt, auf was ich mich freue, so nach dem Wettkampf, was ich essen möchte und so. Also jetzt momentan habe ich gerade gar keine Cravings, weil es mich einfach gerade extrem erfüllt, nach drei Tagen keine Kohlenhydrate, einfach mal zwei Tage komplett hintereinander mich voll zu fressen und einfach mal satt zu sein und auch riesen Portionen zu haben. Aber montags so ein Burger scheppern ist schon... Burger geht immer. Burger und Eis geht sowieso immer, aber nicht bei Burger King. Ich habe gehört, das ist nicht so empfehlenswert gewesen, da wart ihr schon. Ich habe die letzten Wettkämpfe, also nach Augsburg war es relativ human. Wir haben da nicht übertrieben, wir haben eigentlich ganz normal gegessen, also ja, wirklich nur einmal. Und dafür die Kalorien, sage ich mal, aufgespart, sodass ich halt auch nicht über die Stränge schlage. Ich versuche halt immer noch diese Routine beizubehalten, nicht mehr Arbeit habe, weil ich mir denke so, das ist dein Lifestyle. Warum willst du alles über Bord schmeißen und dann komplett reinscheißen? Und weil ich natürlich auch irgendwo die Erfahrungen in den vorgängigen Wettkämpfen gemacht habe, dass dieses Vollfressen und dann wirklich alles in sich hineinstopfen wahllos nichts bringt, außer Wassereinlagerungen, Bauchkrämpfe, Verdauungsprobleme, Unwohlsein, Schlafstörungen, und das bringt einfach gar nichts. Das kann ich euch als Tipp geben, haltet euch zurück, nach und nach, es wird euch nichts wegrennen, braucht keine Angst haben, dass ihr irgendwas verpassen werdet, das werdet ihr nicht. Weil sehr, sehr viele Wettkampf-Bodybuilder und allgemein Leute, die den Diät machen, Probleme haben mit der Ernährung bzw. Essstörung immer voll oft durch sowas entstehen, wenn man von einer Extreme in eine andere rutscht. Das kann ich euch so als kleinen Tipp geben nach 15 Wettkämpfen, ich denke, das könnt ihr sinnvoll anwenden. Und bei uns, wie gesagt, ist der Abend gelaufen. Die Crew war trainieren, die Crew war fleißig. Chris ist immer noch am Schneiden und am Aufnehmen. Ich werde jetzt essen, pennen gehen und dann dürft ihr morgen zum nächsten Video einschalten. Euch vom Ergebnis überzeugen. Aber bis dahin lasst ihr erstmal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abo, aktiviert die Glocke. Habt viel Spaß mit dem Video. Supportet uns weiterhin mit den ganzen Einkaufscodes der Athleten. Supportet uns, gönnt euch gute Produkte und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Armin, ich warte ab. Peace out.